Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube und wir machen uns heute einen Klassiker, und zwar eine Donauwelle. Und daraus machen wir jetzt eine Donauwelle-Torte. Der macht Quark. Entschuldigung. Eine Donauwelle-Torte. Auch schön mit Buttercreme. Oben verzieren wir dann ein bisschen mit Schokolade und Kirsche. Das wird echt super. Den Backofen habe ich schon hochgeheizt, 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Ich habe jetzt hier so zwei Backrahmen, die habe ich mir jetzt auch auf 20 cm eingestellt und schon Backpapier drumherum gegeben. Und dann kommen wir dann auch gleich schon zu den Zutaten. Für den Boden brauchen wir 150 Gramm Butter, das ist Zimmertemperatur. Dann brauchen wir 120 Gramm Zucker. Ich habe ein Päckchen Vanillezucker, dann brauchen wir noch eine Prise Salz. Dann habe ich hier vier ganze Eier habe ich. Dann brauchen wir noch 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver oder 3 Teelöffel, was jetzt eigentlich auch fast das gleiche ist. Dann habe ich hier 2 Esslöffel Backkakao. Ich habe wirklich Backkakao genommen, weil es dann halt auch ein bisschen kräftiger ist. Aber ihr könnt auch normale Kakao nehmen, das ist nicht schlimm. 75 Milliliter Milch, und dann brauchen wir noch ein Glas Kirsche. Das habe ich mir jetzt schon abtropfen lassen. Das Saft brauchen wir nicht, aber den trinken wir dann mit Wasser. Ich zeige es jetzt heute nochmal in meinem Rührgerät, weil wir später die Buttercreme machen, und das mache ich dann mit dem hier. Und zwar können wir jetzt schon in eine Schüssel die Butter, Zucker und Vanillezucker können wir dann auch gleich mischen. Das können wir dann auch gleich dazugeben, und die Prise Salz, und das können wir dann gerade so 2-3 Minuten schön verrühren. Das Ganze haben wir jetzt schön verrührt, und jetzt können wir auch die Eier einzeln dazugeben und schön weiterrühren. Schön verrührt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen kleiner gestellt. Mehl und Backpulver habe ich jetzt schon gemischt, und das können wir dann auch portionsweise dazugeben. Der Teig war jetzt fertig. Die Hälfte habe ich jetzt schon schön verteilt auf denen, oder in den zwei Formen. Jetzt können wir natürlich den Backkakao noch reingeben und mit der Milch, und das Ganze verrühren wir dann auch noch mal kurz. Der Teig, den haben wir jetzt auch gemacht, und dann teilen wir den jetzt auch. Die eine Hälfte auf die eine Seite. Die andere Hälfte. Und die andere Hälfte auf die andere Seite. Wolltest du was sagen? Nein. Zu wenig Kirsche. Ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht wahr. So, nochmal schön alles auskratzen. Und das können wir dann jetzt noch ein bisschen verteilen. Dann haben wir eine Gabel und machen unser schönes Muster rein, dass wir dann auch ein schönes Muster kriegen. Gott! Wir haben es marmoriert, wie beim Marmorkuchen. Ist auch nicht viel besser, gell? Okay, jetzt können wir die Kirschen schön verteilen. Auf alle zwei können sie ein bisschen andrücken. Und dann kann es auch schon für 30 Minuten in den Backofen rein. Unsere Böden sind jetzt gebacken, die sind jetzt auch noch heiß. Ihr könnt es natürlich auch gerne einen Tag vorher machen. Und die stellen wir jetzt erstmal beiseite, dass sie ein bisschen abkühlen können. Meine deutsche Buttercreme, die habe ich euch ja schon gezeigt, wie ich die gemacht habe. Also aus 400 Milliliter Milch und 2 Esslöffel Zucker und ein Päckchen Vanillepuddingpulver habe ich mir jetzt im Pudding gekocht. Da habe ich mir jetzt auch ein bisschen Folie drauf gegeben. Die ist auch jetzt schon abgefüllt, Zimmertemperatur. Dann habe ich jetzt noch ein Päckchen Butter, auch Zimmertemperatur. Und jetzt gebe ich mal erstmal den Pudding in die Schüssel rein, rühre es kurz um. Ihr könnt es durch ein Sieb geben, aber ich glaube, das müssen wir nicht machen. Und dann können wir die Butter dazu geben. Die zwei Bögen habe ich jetzt, oder eine habe ich zumindest mal schon auf eine Platte gegeben. Der andere können wir dann auflösen vom Backpapier. Und ich finde, er ist doch eigentlich sehr schön und schön hoch geworden. Und da können wir dann jetzt auch schon eine Schicht Buttercreme schön oben drüber verteilen. Den anderen Boden haben wir draufgegeben, und mit restlicher Buttercreme habe ich dann oben und ringsherum verziert. Das muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Wenn ihr ein bisschen mehr Buttercreme haben möchtet, macht gerade die doppelte Menge. Aber ich habe jetzt eine einfache Menge genommen. Ich habe hier jetzt 200 Gramm Zartbitterkuvertüre. Ihr könnt aber auch Vollmilch nehmen, oder ihr könnt 100-100 machen. Das ist auch gar kein Problem. Und dann habe ich hier jetzt einen Würfel, oder sagen wir mal so ca. 50 Gramm von dem Palmin-Kokosfett. Und das lasse ich mir jetzt im Wasserbad schmelzen.
Das habe ich mir jetzt schön schmelzen lassen und dann habe ich es in einen Spritzbeutel gegeben und dann können wir, wie gesagt, so einen Schokoladetrip drüber machen. Die Schokolade haben wir jetzt schön verteilt, auch schön oben drüber. Jetzt habe ich mir hier so frische Kirsche gekauft am Stiel und das können wir jetzt gerade ein bisschen dekorieren. Unsere Donauwellentorte ist fertig. Die Schokolade ist jetzt noch ein bisschen flüssig. Die packe ich jetzt noch mal eine Stunde in den Kühlschrank rein. Wie gesagt, ich habe gerade ein paar Kirsche, haben wir ein bisschen schön dekoriert. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, ihr Lieben!